Herzlich willkommen zum Modul 4 Maximale Sichtbarkeit für meine Forschung. In diesem ersten von drei Teilmodulen geht es um faire Daten, vom Märchen zur Wahrheit. Ihre Referenten sind Lena Dreher und Dr. Ilona Lang vom Team Open Science des KIM der Universität Konstanz. In diesem Teilmodul erfahren Sie, was man unter fairen Daten versteht und was eigentlich Datenmanagementpläne sind. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie man faire Daten erreicht und geben Tipps für Ihr eigenes faires Datenmanagement. Zum Abschluss bieten wir einen Überblick über die Angebote des KIM zum Thema sowie weiterführende Links für Ihre eigene Recherche. Was bedeuten faire Daten? FAIR ist ein Akronym für Findable, auffindbar. Das heißt, es gibt persistente Identifikatoren wie DOIs oder URNs. Metadaten sind vorhanden und an einem durchsuchbaren Ort abgelegt. Accessible, das heißt, der Datensatz ist zugänglich über persistente IDs und Metadaten sind immer zugänglich. Interoperable, interoperabel, das heißt, es werden kontrollierte Standardvokabulare und Standardsprachen für Metadaten verwendet und die Beziehung zwischen einzelnen Datensätzen sind klar und explizit. Reusable, wiederverwendbar, das heißt, es gibt präzise und vollständige Metadaten, es werden klare Lizenzen vergeben und es werden disziplinspezifische Standards verwendet, zum Beispiel was das Datenformat angeht. All das gilt unabhängig davon, ob man seine Forschungsdaten veröffentlicht oder nicht. Das heißt, faire Forschungsdaten erfüllen diese Prädikate auch während der täglichen internen Arbeit in einem Forschungsprojekt. Meine Kollegin wird im zweiten Teil dieses Moduls näher darauf eingehen, was die einzelnen Punkte für ihre tägliche Arbeit bedeuten. Warum sollte man eigentlich faire Daten nutzen bzw. seine eigenen Daten fair halten und mit der Textpublikation zusammen veröffentlichen, wo möglich? Nun, besonders wenn Daten gut auffindbar sind, macht das Forschung effizienter, weil weniger unbeabsichtigte Doppelungen entstehen. Das gilt für veröffentlichte Daten genauso wie für Daten während des Forschungsprojekts. Fair veröffentlichte Daten verbessern aber auch ganz generell die Qualität der Forschung in einer Wissenschaft, weil die Transparenz erhöht wird. Die Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen gewinnt erheblich, wenn die Daten zu einer Publikation mitveröffentlicht werden. Außerdem erhöht eine gute Auffindbarkeit zusammen mit einer leichten Zugänglichkeit die Sichtbarkeit von Datensätzen. Und das kann dann natürlich auch die Zitationszahlen erhöhen. Wenn Datensätze anderer Forschender eingesehen werden können, können auch leichter neue Forschungsfragen entstehen, zum Beispiel aus den Erkenntnissen einer Studie. Eine faire Datenhaltung vereinfacht ganz grundlegend die Zusammenarbeit in der Community, sei es mit den direkten Kolleginnen im Forschungsprojekt oder mit Community-Membern überall auf der Welt. Richtig interessant wird das faire Datenmanagement, seit einige Forschungsförderer so eine Datenhaltung verlangen. Einer der Vorreiter ist hier die EU-Kommission. Seit 2017 unter der Förderlinie Horizon 2020 gilt das Motto für Forschungsdaten as open as possible, as closed as necessary. Das heißt, die Daten, die in einem Forschungsprojekt erzeugt werden, müssen fair gehalten werden und sind grundsätzlich offen. Sie müssen also mit der dazugehörigen Textpublikation veröffentlicht werden. Wo eine Veröffentlichung aus guten Gründen nicht möglich ist, gibt es die Option zu einem Opt-out. Das EU-Projekt OpenAIR unterstützt alle Forschenden bei der Einhaltung dieser Richtlinien. Deshalb finden Sie über die OpenAIR-Website eine Menge Informationen zu den genauen Richtlinien und zu fairer Datenhaltung allgemein. Den Link zum OpenAIR-Portal finden Sie am Ende dieser Präsentation. Jetzt arbeiten Sie vielleicht an einem Lehrstuhl und sagen sich, wenn mein Professor oder meine Professorin die Daten besitzt, warum brauche ich dann FAIR und einen Datenmanagementplan? Wie gesagt, muss ein Forschungsprojekt je nach Förderer oder Zeitschrift die FAIR-Prinzipien einhalten und einen Datenmanagementplan, kurz DMP, erstellen. Was ist ein Datenmanagementplan? Ein Datenmanagementplan sollte zu Beginn eines jeden Forschungsprojekts erstellt werden. Er ist Plan und Handbuch für den Umgang mit Daten im Projekt. Er beschreibt, wie Daten erzeugt werden und welche Art von Daten erzeugt werden. Wie wird die Datenerhebung dokumentiert? Und wo werden die Daten gespeichert? Wer soll Zugang zu den Daten haben? Wie werden die Daten gesichert, bzw. wer führt wann Backups durch? Und nicht zuletzt die Frage, welche Daten unter welcher Lizenz geteilt werden sollen. Ein DMP umfasst alle Daten, die in einem Projekt generiert werden.
Er ist auch kein statisches Dokument, sondern wird im Laufe des Projekts ständig angepasst, wenn man zum Beispiel merkt, dass gewisse Prozesse nicht mehr so durchgeführt werden können oder sollen wie ursprünglich gedacht. Man darf also seine Meinung ändern und dazulernen. Zurück zur Frage. Meine Professorin, mein Professor leitet das Forschungsprojekt. Was nützt mir ein Datenmanagementplan? Weil ein guter DMP auch eine Art Handbuch zum Umgang mit Daten ist, macht er ihre tägliche Arbeit einfacher und planbarer. Zusammen mit dem Projektantrag ist er zudem eine gute Lektüre für die Einarbeitung in ein Projekt, übrigens auch für Bachelor-, Master- und Promotionsprojekte. Wenn mal wieder ein Projektbericht fällig ist, können Fragen zu Datenplanung, Erhebung, Benennung und Speicherung aufkommen. In dem Fall nehmen Sie Ihren DMP zur Hand und haben die Antworten parat. Und generell gilt, wenn Sie die FAIR-Prinzipien kennen und Ihren DMP einhalten, vermeiden Sie Mehrfacharbeit und unterstützen Ihr Projektteam. Es lohnt sich also, Forschungsdaten fair zu halten und mit einem Datenmanagementplan zu arbeiten, egal welchen Förderer man hat. Im Grunde ist es ähnlich wie mit einem aufgeräumten Schreibtisch. Die Arbeit des Aufräumens scheint ein ziemlich nerviger Aufwand, den man auch einfach nicht investieren könnte. Aber wenn man einen aufgeräumten Schreibtisch hat, kann man leichter arbeiten. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Kollegin Ilona Lang wird Ihnen nun aufzeigen, wie Sie Ihre Daten im Alltag fair halten können. Nachdem Sie nun wissen, was unter fairen Daten verstanden wird, möchte ich in den kommenden Folien darauf eingehen, wie Sie dies mit Ihren eigenen Daten erreichen können. Damit Ihre Daten auffindbar sind, benötigen Sie zunächst möglichst umfangreiche Metadaten, wie zum Beispiel eine Beschreibung des Autors, des Projekts, der enthaltenen Stichprobe und vieles weitere. Diese Metadaten sollten eindeutig mit Ihrem Datensatz verknüpft sein, zum Beispiel durch eine Nennung des Dateinamens und Ablageorts, auf die Sie sich beziehen. Ihren Datensatz können Sie sich dabei vorstellen wie ein Buch, das in einer riesigen Bibliothek steht. Wenn Sie nach 10 Jahren dieses Buch wiederfinden wollen, brauchen Sie genügend Informationen, sprich Metadaten über das Buch, um das Richtige zu wählen. Beispielsweise würde die Farbe des Buchs oder allein der Autor bzw. die Autorin nicht ausreichen, um das Buch wiederzufinden. Zudem müssen die Informationen den genauen Ort des Buchs enthalten, ansonsten werden Sie ewig suchen. Des Weiteren brauchen Sie eindeutige und dauerhafte Identifikatoren für Ihre Daten. Darauf wird im Modul zu persistenten Identifikatoren noch einmal genauer eingegangen. Nur so viel: Solche Identifikatoren sorgen dafür, dass das Buch in der Bibliothek in unserem Beispiel bzw. Ihr Datensatz immer am gleichen Ort zu finden ist. Im letzten Punkt zu auffindbaren Daten geht es darum, dass alle Informationen über Ihren Datensatz an einem Ort abgelegt sind, den Sie durchsuchen können. Auf Ihrem privaten Rechner ist dies zwar für Sie der Fall, eine andere Person kann Ihre Daten dort aber üblicherweise ohne Zugang nicht finden. Wie bei einer öffentlichen Bibliothek ist bei Daten die beste Möglichkeit, sie in einem Repositorium abzulegen. Dazu erfahren Sie im nächsten Modul über Repositorien mehr. Wie werden Ihre Daten für andere Personen zugänglich? Wie eben erwähnt, bei der Frage nach der Auffindbarkeit Ihrer Daten ist auch hier ein Repositorium eine gute Wahl, da es zumeist folgende Punkte durch die IT-Infrastruktur gewährleistet. Zunächst zugängliche Metadaten über einen Identifier mit einem standardisierten Kommunikationsprotokoll, zum Beispiel HTTPS. Gute Repositorien gewährleisten ein offenes, freies und universell implementierbares Protokoll. Außerdem erlauben Repositorien zumeist die Authentifizierung und Autorisierung, wenn nötig. Ein Beispiel: Wenn Sie sensible Daten nur begrenzt zugänglich machen wollen, bieten viele Repositorien Authentifizierung und Autorisierung an. Des Weiteren bleiben Metadaten zugänglich, auch wenn die eigentlichen Daten nicht mehr zur Verfügung stehen. Beim Bibliotheksbeispiel bedeutet dies: Selbst wenn das Buch verloren gehen würde, wüsste man über den Bibliothekskatalog immer noch, um welches Buch es sich gehandelt hat. Wie werden Ihre Daten interoperabel, sprich gut austauschbar zwischen Personen und/oder Maschinen? Nun, dafür benötigt man zum einen Metadaten bzw. Daten mit einer formal zugänglichen, gemeinsam genutzten und allgemein anwendbaren Sprache zur Wissensrepräsentation. Beispielsweise Fachbegriffe aus der Psychologie möglichst nur in psychologischen Datensätzen wenden.
Vokabulare für Metadaten und Daten, die den FAIR-Prinzipien folgen. Zum Beispiel Begriffe verwenden, die in offenen Fachlexika oder Taxonomien zu finden sind und nicht welche, die schnell wieder veraltet und nicht nachvollziehbar sind. In Metadaten und Daten qualifizierte Verweise auf andere wichtige Metadaten und Daten machen. Alle nötigen Daten zum Verständnis Ihrer Daten sind verlinkt. Zum Beispiel ein vorhergehender Datensatz, auf dem Ihre Daten aufbauen, ist auch unter FAIR-Prinzipien zu finden und wird von Ihnen in Ihren Metadaten benannt. Kommen wir zum letzten Punkt der vier FAIR-Prinzipien, die Wiederverwendbarkeit. Dafür benötigen Sie Metadaten und Daten, die reichhaltig mit einer Vielzahl von genauen und relevanten Attributen beschrieben sind. Dazu gehört eine klare und zugängliche Datennutzungslizenz, zum Beispiel CC-Lizenzen. Diese werden im sechsten Modul von Peter Brettschneider noch einmal genauer vorgestellt. Des Weiteren eine detaillierte Herkunftsangabe, zum Beispiel mittels persistenten Identifiern. Und wie beim Punkt Interoperabilität, domänenrelevante Gemeinschaftsstandards. Wie Sie sehen, doppeln sich einige Punkte, da bei den FAIR-Prinzipien häufig zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können und somit insgesamt der Aufwand nicht übertrieben hoch ist. Wenn Sie Ihre Daten einem vertrauensvollen, zum Beispiel zertifizierten Repositorium übergeben, kann dieses Repositorium Ihnen dabei helfen, die FAIR-Prinzipien zu erfüllen. Dazu mehr im übernächsten Modul 4.3 zu Repositorien. Die bislang vorgestellten FAIR-Prinzipien beziehen sich größtenteils auf öffentlich zur Verfügung gestellte Datensätze. Da Daten wie auch Publikationen und Bildungsmaterialien zumeist mit Steuergeldern erhoben werden und für weitere Analysen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollten. Doch auch im alltäglichen Umgang mit Daten und Dateien können wir Ihnen einige Tipps an die Hand geben, damit Sie alleine oder auch mit anderen Ihre Daten gut speichern, finden und wiederverwenden können. Dabei sollten Sie sich möglichst vor der Erhebung bzw. der Arbeit mit Datensätzen folgende Fragen stellen. Wo will ich meine Daten aufheben? Zum Beispiel auf einer privaten Festplatte, USB-Stick, der Cloud? Von wo brauche ich Zugriff auf die Daten? USB-Stick in der Schublade oder auch in der Cloud? Wer braucht noch Zugriff auf die Daten? Ich, meine AG, internationale Kooperationspartner? Und wie viel Rechenleistung brauche ich? Reicht da mein Laptop oder sind es eher Big Data, die mehr Rechenleistung erfordern? Hierbei helfen wir Ihnen vom KIM sehr gerne weiter. Melden Sie sich einfach. Auf der letzten Folie finden Sie unseren Kontakt. Frage: Wo soll ich meine Daten aufheben? Hat sich die 3-2-1-Backup-Regel bewährt. Wenn Sie Ihre nächsten wichtigen Daten in der Hand halten, wie zum Beispiel Ihre Abschlussarbeit oder erste Erhebungsdaten, speichern Sie am besten immer drei Kopien ab, von denen Sie mindestens zwei auf verschiedenen Speichermedien abspeichern und wiederum mindestens eine Kopie in einer Cloud liegt, wie zum Beispiel der Nextcloud der Universität Konstanz. Durch die Cloud können Sie nicht nur von überall auf Ihre Daten zugreifen, sondern können auch anderen Personen Zugriff auf Ihre Daten zum gemeinsamen Arbeiten daran erlauben. Doch eine gute Abspeicherung der Daten heißt leider nicht, dass Sie Jahre später Ihre Daten ohne weiteres noch verwenden können. Hier einmal ein Beispiel, wie so ein Ordner mit Dateien einer Masterarbeit aussehen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihre Masterarbeit vor einem Jahr abgegeben und wollen nun die Dateien für Ihre Promotion wiederverwenden und suchen die finalen und wichtigen Dateien. Doch wo ist die Erhebung 2? Welches ist jeweils die finale Version? Warum hat alles das gleiche Datum? Ich habe die Statistiksoftware SPSS in meiner neuen AG nicht mehr. Wie soll ich die Datei öffnen? Sie können die Auffindbarkeit und Wiederverwendbarkeit durch gute Dateibenennung stark erhöhen, indem Sie das Datum der Erstellung im Namen der Datei angeben, da Dateien häufig in der Windows-Ansicht nicht das korrekte Datum haben, zum Beispiel nachdem Sie mal Dateien verschoben haben. Das amerikanische Format ermöglicht sinnvolle Sortierung, da hier das Jahr vorangestellt ist. Wählen Sie eine einheitliche, konsistente und eindeutige Benennung. Nicht einmal Thesis One und dann Final One. Verwenden Sie keine Umlaute, Leer- und Sonderzeichen bei der Benennung, zum Beispiel ein Unzeichen, ein Prozentzeichen. Denn viele Programme haben damit Probleme. Vielleicht kennen Sie das Statistikprogramm R. Dieses hat wirklich Probleme, wenn Sie solche Zeichen in der Dateibenennung haben und die Datei automatisch einlesen wollen. Abgrenzung, am besten Punkte, Unterstrich oder Bindestrich verwenden zwischen Wörtern.
wie hier im Beispiel einmal gezeigt. Verwenden Sie zudem kurze Dateinamen unter 225 Zeichen, denn da hört beispielsweise Word auf. Eine gute Idee ist es, sich mit Kolleginnen und Kollegen auf Abkürzungen zu einigen und diese in einem Metadatenfile, zum Beispiel in einer README-Datei, festzuhalten. Wählen Sie eine einheitliche Versionierung. Machen Sie Angaben zur Versionierung, zum Beispiel V1 oder V1.1. Und benennen Sie das Dateiformat, zum Beispiel .docx, CSV und so weiter. Hier sehen Sie einmal ein Beispiel für eine gute Dateibenennung. Auch wenn diese auf den ersten Blick sehr aufwendig wirkt, ist sie doch bei einem späteren Verstehen dieser Datei sehr hilfreich. Natürlich ist es individuell unterschiedlich, wie viele Bausteine Ihre Dateibenennung am besten enthalten sollte. Ein Datum und eine eindeutige Kursbezeichnung sollten jedoch immer eingefügt werden. Wären die Dateien im Masterarbeitsordner, den Sie zuvor gesehen haben, alle so benannt gewesen, wäre ein Weiterarbeiten mit den richtigen Dateien um einiges leichter. Abschließend möchte ich noch weitere Tipps an die Hand geben. Zunächst, erstellen Sie bzw. fragen Sie nach einer Anleitung für die Benennung und Speicherung Ihrer Dateien, zum Beispiel in Ihrer Arbeitsgruppe. Orientieren Sie sich dabei möglichst, wie auch in den FAIR-Prinzipien empfohlen, an Standards Ihres Fachbereichs. Achten Sie möglichst auf die Verwendung von freien Dateiformaten. Zum Beispiel lassen sich .sav-Dateien nur mit SPSS öffnen. Lieber zusätzlich eine .csv-Datei wählen, dies ist dann beispielsweise auch mit R zu öffnen. Schulen Sie gegebenenfalls Ihre Kolleginnen und Kollegen und neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Ihrem Datenmanagement, damit diese von vornherein zum Beispiel die Benennung und Abspeicherung von Dateien richtig vornehmen. Ansonsten entsteht leicht ein Chaos zwischen verschiedenen Standards und am Ende ist man da, wo man am Anfang war. Aktualisieren und kontrollieren Sie regelmäßig und zeitnah Ihre Dateien und gegebenenfalls Ihren Datenmanagementplan. Dies ist zwar immer eine mühsame Arbeit, ist jedoch für ein nachhaltiges Datenmanagement unabdinglich und zahlt sich auf lange Sicht immer aus. Zum Abschluss möchten wir noch auf folgende Angebote hinweisen. Falls Sie eine individuelle Beratung zu fairen Daten und allen weiteren Open Science-Themen suchen, schicken Sie uns bitte eine Anfrage. Für eine Vertiefung zum Thema empfehlen wir Ihnen die Informationsplattform forschungsdaten.info sowie das Open-Air-Portal zu fairen Daten. Falls Sie nach einem Tool für die Erstellung eines Datenmanagementplans suchen, empfehlen wir Ihnen den Research Data Management Organizer. Hier noch einmal die Übersicht über alle Kursmodule. Sie haben soeben das Modul Nummer 4.1, faire Daten von Märchen zur Wahrheit, besucht. Als nächstes folgt das Modul 4.2, Repositorien, von Dr. Elisabeth Böker und Gabriel Schneider. Für eine weitere Vertiefung finden Sie hier die Quellen des vorliegenden Moduls sowie hier die Abbildungsnachweise. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die Teilnahme an diesem Modul und hoffen, dass gemeinsam mit Ihrer Hilfe faire Daten nicht länger ein Märchen bleiben. Bei weiteren Fragen oder Anmerkungen schreiben Sie uns gerne.